Guten Abend. Danke für das Interesse. Ignaz Paul Vital Troxler wurde zu Unrecht vergessen von uns Schweizern. Denn die Eidgenossenschaft, die moderne Eidgenossenschaft, hat ihm vieles zu verdanken. Dass er in Vergessenheit geriet, hat wohl damit zu tun, dass er unangenehm war. Für die Liberalen war er zu fromm und für die Konservativen war er zu radikal. Und für die Wissenschaftler, denn hier ist seine große Leistung, ist er kompliziert, mystisch, gnostisch, anthroposophisch, wie wir noch hören werden. Ich habe den Vortrag noch kurz umgeändert im Namen. Zuerst hieß es nur Christus, Grundstein auch der Wissenschaft. Das tönt schnell fundamentalistisch. Darum kommt noch der Logos dazu. Mit dem Logos ist man in der griechischen Philosophie beim Johannesevangelium. Am Anfang war der Logos und der Logos war bei Gott und war Gott. Und der Logos wurde Mensch und damit ist eigentlich der Logos das, was den Menschen mit Gott verbindet, was ihm Anteil haben lässt daran. Und durch diesen Logos ist der Christus nicht nur in der Wissenschaft zu thematisieren, er ist eigentlich in allem da. Er ist kosmisch in allen Menschen präsent. Das haben wir auch von der Trinität her. Wenn Gott der Schöpfer ist, dann ist der Sohn und Geist ja identisch. Es ist allgegenwärtig. Troxler hat auch eine theologische Vision, die aber ganz philosophisch ist. Diese philosophische Religion kann ich persönlich sehr gut brauchen als Gefängnisseelsorger. Eine säkulare Institution, hier das Saxariat, die tritt ein Pfarrer dort auf, in der modernen Zeit, schnell immer moderner werdender, tritt er auf als Vertreter der klassisch formulierten Erlösungslehre oder ist er ein Experte für religiöse Fragen? Und als das verstehe ich mich immer mehr und da hilft mir diese Philosophie vom Troxler, der Mensch selber ein Mysterium, ein Mensch, der die Himmel berührt und der tief in die Erde reicht und selber dasteht in einer großen Entwicklung. Ein Gefängnisinsasse kam etwas früh zur Andacht. Wir waren allein. Er fragt mich, was beschäftigt Sie, wie geht's? Ich bin da beim Troxler. Wie erkläre ich denn Philosophie an einem Vortrag? Ja, um was geht's denn hier? Ja, irgendwie, dass der Mensch, wenn er philosophiert, dabei auch mit höheren Zusammenhängen immer in Kontakt ist. Aber das ist, ja, mach weiter, das ist sehr spannend. Der Troxler, der spricht von einem inneren Menschen, der sich hier in uns manifestiert, ein Urbewusstsein. Ich sagte, ja, das ist mir betraut. Ich habe auch einen inneren Menschen. Das ist sozusagen der Kommunikator mit Gott. Meistens höre ich nicht auf ihn, aber ich kenne ihn. Und so sind wir ganz tief in diese Philosophie hineingekommen. Ein Muslim übrigens, Türke, der auch diese Darwin-Lehre mag sein irgendwie, aber ich bin sicher, der Mensch kommt, hat auch noch einen anderen Ursprung. Also die Leute haben sehr viel, sie ringen zwischen Biologismus, Konfessionalismus und so eine Philosophie, die über den Menschen freispricht und alles irgendwie thematisiert, ist eine Wohltat. Fragen an das Leben. Haben Sie schon einmal beobachtet, wie Ihr Bewusstsein irgendeine Kontinuität aufweist? Von Kindheit, übers Erwachsensein bis ins Alter
Ist das nicht ein großes Rätsel, wo der Mensch eigentlich biologisch völlig ein anderes Wesen ist, dieses Bewusstsein, wie es bleibt? Oder der Streit zwischen Fleisch und Geist, wie es Paulus erwähnt, der Kampf, warum gibt es denn überhaupt? Oder die biologischen Anlagen, die die Menschen mitbringen, bei Kindern, wie das etwas hervorkommt, musikalisch oder wie auch immer. Oder die Vorsehung, dass manchmal vielleicht Menschen wirklich für etwas bestimmt sind. Wie können wir überhaupt erkennen, Gott, Welt? Oder sind wir immer in uns drin? Was ist das Leben nach dem Tod? Bevor Sie zu müde sind, lese ich Ihnen jetzt diese Fragen bei Troxler aus der Metaphysik. Einfach, dass Sie schon einmal diese Sprache hören. Und er spricht hier vom Urbewusstsein, das alle Menschen erfüllt. Dieses Urbewusstsein hat er früher als Leben definiert, Lebensphilosophie. Dann ist es die Gattung, die in jedem Menschen sich manifestiert, der Urmensch. Und später ist es wirklich das Urbewusstsein. Jeder Mensch ist veranlagt zu diesem Ganzen. Hier diese Fragen. Und wodurch anders als durch solch ein Urbewusstsein könnte Einheit und Stetigkeit in die mannigfaltigsten und wandelbaren Bewusstseinsarten des Menschen kommen? Was sollte dem Menschen in dem Streite, wie er sagt, von Vernunft und Sinnlichkeit leiten und ihm sagen, wie er zwischen dem Gesetze des Geistes und dem des Fleisches wählen soll? Warum jenem und nicht diesem folgen? Was lehrt ihn Anlagen kennen, die vor seiner sichtbaren Natur und all ihren Einsichten da sind? Was Bestimmungen, die über sein wirkliches Dasein weit hinausgehen? Was ist im Menschen die ewige Grundlage seiner Erkenntniskräfte? Was verbindet ihn mit der Welt, die außer und mit der Natur, die über ihm ist? Was offenbart ihm Gott und das Heilige? Und was wird ihn, wenn seine Hülle in Staub sinkt und seine Seele dieser Welt entwachsen, einem anderen Dasein zueilt, begleiten ins ewige Leben? Was, wenn nicht das, was auch hienieden nie erlöscht und erstirbt? Und was den Menschen auch von Gott durch die überkörperliche Natur und durch die Vorhallen des Lebens zur Erde führte? Ohne Licht kann das seelische Leben so wenig bestehen als das körperliche ohne Wärme. Darum darf das eigentliche Seelenlicht, das wir Urbewusstsein nennen und auch ebenso Geist der Vollendung hätten nennen können, nicht ein Licht sein, das in der Kindheit noch nicht da ist oder im Alter erlöscht, das im Schlaf verschwindet oder in der Ohnmacht oder im Fieber oder im Wahnsinn oder im Scheintod oder im wirklichen Tode ausgeht. Originalton aus der Metaphysik, wo er auf solche Fragen eingeht. Das menschliche Erkennen, dass das eine religiöse Dimension hat, haben wir ein bisschen verloren. Es gibt heute die Gefühlswelt als Verbindung zu Gott oder den Dienst an Gott, das mit, verbindet mit ihm. Aber es ist eine uralte Tradition, dass auch die Erkenntnis eine Verbindung mit Gott gibt. In Indien ist das dieses Tattvam Asi, das bist du, oder Atman, Brahman, die Seele und der Gott sind eigentlich eins. Die Antike kennt es als Gnosis. Und bei Troxler geht es in dieser Erkenntnis aber nicht darum, von dieser Welt Abschied zu nehmen, sondern diese Welt zu durchdringen, Verantwortung zu übernehmen im ganzen Gebiet. Und diese verantwortungsvolle Vernunft, die ist bei Troxler begnadet. Sie ist Heil, dem Heil unterworfen. Diese drei Philosophen zeigen Stadien der Entwicklung der Philosophie. Der Alte, versunken in die Einheit Gottes, der Musulman in der Mitte steht für die Zeit, wo
Offenbarung, Bibel oder Koran mit der Vernunft in Harmonie gesetzt wird, das Leben gestaltet. Und der Dritte, der schaut in die Natur und will es genau wissen, er beobachtet. Und dieser Geist, dieses Renaissance-Bild zeigt diesen Geist an den Anfängen, der entwickelt sich, der Empirismus kommt auf und philosophisch Descartes sagt, ich denke, also bin ich, auch das eigene Denken als fester Punkt. Und wir markieren eine ganz große Wende seit der Renaissance. Lange war die Philosophie Magd der Theologie. Und die Schule, die Bildung war von dieser Theologie, von dieser Philosophie geprägt. Dann unten, da sind wir vielleicht heute, die Philosophie ist zwar frei, die Wissenschaft ist frei, aber die letzten Fragen sind an die Theologie delegiert, an die Kirche. Das hat bei Kant begonnen. Und wir haben in der Schule im besten Fall eine normale Bildung und noch den Bibel- und Religionsunterricht, der auf diese offenen Fragen antworten soll. Das wird nicht mehr so lange dauern, aber wird die säkulare Schule diese letzten Fragen auch aufgreifen können? Und wie? Oder bleibt das ein platter Materialismus? Wenn ich vorausdenke, 100 Jahre, was werden die Kinder dann lernen? Wie wird die Volksschule dann sein? Die Biologieunterricht? Ich denke, schon bei Troxler hat das Volk rebelliert. Er hat auf das Volk gesetzt und die Regierungen mussten immer nachziehen. Und ich sehe jetzt in vielen etwas wachsen, was dann vielleicht einmal auch den offiziellen Lehrplänen und Schulen oder die Institutionen Druck macht, ganzheitlicher Bildung zu begründen. Hier sehen Sie das Ganze noch, eigentlich diese Wende in zwei Bildern. Es geht um die von Gottes Gnaden, das war das Kaiserreich und das war die Kirche von Gottes Gnaden. Und über diese Kanäle floss der Geist dann gefiltert in diese kirchliche Lehre, Sakramente zu den Menschen und in die Bildung. Und wir sehen unten die Linie der Entwicklung, Aufklärung, Revolution, Helvetik und die Bildung von Nationen. Das wird geboren, das ist ein schwerer Prozess. Und bei Troxler kommt das, dass er das Volk Gottes ist nicht mehr die katholische oder die Reformierten, sondern das sind wir Menschen, das ist die Volksgemeinschaft. Und der Einzelne ist begnadet. Er hat, wie es schon in der Apokalypse heißt, das Priestertum oder das Königtum. Das ist eine Begnadung für jeden Menschen. Er soll, das Individuum, dann diese neue Nation bauen mit Freiheiten. Er ist Träger des Logos. Ein Brief von Troxler, vom 80-jährigen Troxler, an die Basler Universität, die ihm damals das Leben schwer gemacht hat. Und sie wollten ihn einladen in Basel. Er mochte nicht mehr und schrieb über die Zustände damals in der Welt, über diese Annexionen und Kriege und den Durcheinander, der damals 1860 in Europa los war. Und er schreibt zum Schluss, und was kann da raten und helfen? Was die Gesellschaft retten als der rationale und moralische Menschengeist, wenn er wieder als die größte Großmacht von Gottes Gnaden auf Erden anerkannt und Wissenschaft und Glaube wieder von den Banden usurpierender Herrschaft befreit, in ihr göttliches Recht eingesetzt werden. Ja, hier spricht der säkulare Philosoph, der die religiösen Begriffe hier für die Philosophie übernimmt. Wir lernen ihn langsam jetzt etwas kennen. Das gehört wie zum Grundmaterial bei Troxler, die vier Reiche,
die Erdenwelt, Tierwelt, Pflanzenwelt, Menschenwelt, das sich im Menschen spiegelt als Körper, Seele, Leib und Geist. Hier, ich kann es Ihnen vorlesen, das sind aus den Fragmenten, im Alter hat er immer wieder Sachen notiert, aber hier finden Sie eigentlich all die Grundmotive, die Troxler brauchte, um die Philosophie mit dem Christentum zu vereinen. Adam und Christus sind Brennpunkte der Menschheit im Menschen. Also wir haben die Menschheit in uns. In jenem offenbart sich der Leib, in diesem die Seele der Menschheit. Die Natur war ein verschlossenes Buch, nur in Übersetzungen lesbar. Christus ist die höchste lebendige, einte Natur, keine Geheimlehrer mehr. Die zwei Wege Gottes, als welche man Geistigkeit und Leiblichkeit bezeichnet hat, gehen von einer Ursprungseinheit aus und laufen in eine Vollendungseinheit empor. Die Doppelnatur des inneren höheren Menschen, ihre Gegensetzung und Wechselwirkung, lehrte Paulus. Das Geheimnis der Wiedergeburt lehrte Christus dem Nikodemus und das der Auferstehung offenbarte der Gott noch an sich selbst. Tabor, Berg der Verklärung, widerlegt den Materialismus. Emmaus, wo Jesus als Auferstandener ist, widerlegt den Spiritismus. Nun, das Troxler heute mehr oder weniger bekannt ist, muss man sagen, hat man Rudolf Steiner zu verdanken. Er hat ihn 1916 in einem philosophischen Buch erwähnt als Vorbereiter oder Vorläufer und es ist umstritten ein bisschen, inwiefern Troxler hier verkannt wird. Auf jeden Fall brauchte Troxler den Begriff Anthroposophie lange vor Steiner. Aber Steiner hat ihn selber entwickelt. Es ist auch so ein schönes, logisches Wort. Das muss man nicht jemandem abschreiben. Das ist die Weisheit des Menschen. Bei Steiner war es der Übergang von der Theosophie, in der er sich beheimatete. Nachdem er sehr viel über Goethe, Wissenschaft, Abendland studiert hat, wandte er sich den östlichen Sachen zu und kam später zurück von der Theosophie zur Anthroposophie. Und er suchte Anknüpfungen wieder in der abendländischen Kultur und fand sie auch bei Troxler. Von solchen Voraussetzungen ausgehend errannte Troxler in dem Menschen, der in der Sinnenwelt sich erlebt, einen höheren Menschen, der diesem zugrunde liegt und der übersinnlichen Welt angehört. Auch Troxler spricht davon, dass auf dem von ihm gesuchten Erkenntnisweg eine Wissenschaft vom Menschen möglich ist, durch die, um seine eigenen Ausdrücke zu brauchen, der übergeistige Sinn im Verein mit dem übersinnlichen Geist, die übersinnliche Wesenheit des Menschen in einer Anthroposophie erfassen. Zu etwas anderem als zu einer Ahnung über diese Zusammenhänge konnte Troxler nicht kommen, weil er zu sehr vom positiv-dogmatisch-religiösen Vorstellungen abhängig war, schreibt Steiner in diesem Philosophiebuch. Ich merke je länger, je mehr, dass ein Troxler halt nicht die östliche Philosophie hatte, aber er hatte die Griechen, er hatte die Bibel und was man nicht vergessen, er hatte Jakob Böhme und Paracelsus, abendländische Philosophen, die Ärzte waren der Paracelsus und in seiner Philosophie, in Troxler, scheinen diese großen Geister durchzuleuchten. Ob jetzt Steiner und Troxler, wie weit die voneinander was gewusst haben, Steiner versuchte mehr über Troxler zu erfahren damals, aber man fand einfach nichts, außer die Philosophie von 1935 und die ist sehr pathetisch schwärmerisch. Hier hat jemand alles, was bei Steiner über Troxler gesagt wurde, zusammengestellt auf einer Webseite. Hier erwähnt Steiner, dass hätte Troxler Anklang gefunden,
dann müsste dann, als die Anthroposophie kam, würden die Schweizer sagen, ach, was du da erzählst, das ist uns nichts Neues, das ist uns bekannt, das hat uns schon der Troxler gebracht, sagt er hier. Also, zurück zu Troxler. 1822 schreibt er, ich werde meine Anthropologie schreiben, denn wir haben noch keine, und wenn eins, so ist dies mein Gebiet. Ich fühle mich immer stärker in der Lösung meiner großen Aufgabe. Ich denke aus einem ganz anderen Gesichtspunkte, der höher steht als alle mir Bekannten und der die Hoffnung in sich birgt, die erste wirkliche vollständige Physiologie des Menschen zu geben. Ich erliege fast unter der Masse von gesammeltem Material, so will ich nun das Flügelpferd besteigen. Der Warnhagen ist ein ganz guter Freund von Troxler, der wohnt im Norden Deutschlands. Seine Frau Rahel Warnhagen, Levi, ganz bedeutende Leute. Troxler wird in seinen Briefen ungeheuer persönlich und berührend. Er hat mit allen möglichen Menschen großen korrespondiert und nur der Briefwechsel mit Warnhagen ist einer rausgekommen. Das ist ein dickes Buch. Troxler ist da angelangt bei seinen Hauptwerken, eine Naturlehre des menschlichen Erkennens oder Metaphysik und eine Logik, die Wissenschaft des Denkens und Kritik aller Erkenntnis zum Selbststudium für den Unterricht auf höheren Schulen gedacht. Ein Werk mit 3 Bänden, die Logik, und er hat das quasi nebeneinander geschrieben. Die Metaphysik brauchte er, um die Logik ganz groß zu machen, nämlich als Erfahrungslehre auch, wo die ganze Welt hineinkommt. Gewahrung und Wahrnehmung, das findet man sonst in traditionellen Logiken nicht, die Sinneslehre. Und der zweite Teil, der geht am Schluss auf diese religiösen Elemente ein, wie innerste Gemütsideen. Da kommt dann ein Diagramm, das ist das Diagramm, auf das steuern wir hin. Und ihr werdet noch 2-3 Mal recht gefordert sein mit philosophischen Sätzen, bis wir dieses Diagramm, das Troxlers Anthroposophie darstellt, sichtbar und verstehbar wird. Er behandelt in der Logik auch das Jenseits in der menschlichen Natur und die wahrhaft übersinnliche Erkenntnis oder die Mystik, der Logos und die Offenbarung und sogar das, was man sagt, was hat denn Glaube hier verloren? Auch Zeugnis und Beifall, Autorität, Glaube, ihr Prinzip und Kriterien. Glaube als etwas, Wesenszug des Menschen, der für seine logische Entwicklung von Bedeutung ist. So wie eben die Sinneswahrnehmung auch. Mich hat das fasziniert und dieses Zitat vom Weizsäcker in meiner theologischen Ausbildung wurde für mich Anlass, mich mit Troxler zu beschäftigen. Die neuzeitliche europäische Kultur hat Erkenntnis als theoretische, als zweckrationale, als moralische Einsicht unterschieden. Theoretische Einsicht gipfelt im Turm der Wissenschaft, zweckrationale wächst in der Breite der Technik und der Wirtschaft, moralische umfasst die Rationalität progressiver Politik, den Rechtsstaat, Wahrheitssuche, der freien öffentlichen Meinung, der sozialen Gerechtigkeit. Keine dieser Pointierungen bietet der affektiven Wahrnehmung dessen, worauf es ankommt, eine Heimat. Eine solche Heimat war einst die Religion als der Träger der Kultur. Sie wäre, glaube ich, noch immer die einzige Heimat, wenn sie mit dem modernen Bewusstsein versöhnt werden könnte. Die Größe dieser Aufgabe aber wird, wo man sie überhaupt will, meist unterschätzt. Das moderne Bewusstsein müsste sich dazu nicht weniger radikal entwickeln als die überlieferte Religion. Die Religion und die Wissenschaft, sie kommen nicht zusammen. Da habe ich im Theologiestudium drunter gelitten, theologische Ethik. Da ist die Welt schon längst erklärt von der säkularen Wissenschaft und dann muss da die theologische Ethik noch kommen und die hat ihre eigene Dynamik. Da bleibt man irgendwie, Troxler sagt, das Wissen und das Ethos, die Wärme, das ist eines. Licht und Wärme gehören in die Einheit des Menschen. Das Wissen muss erwärmt sein auch. Aber
wie habe ich dann den Zugang gefunden? Troxler schrieb immer wieder, ich als christlicher Laie, sogar in Büchern, er nennt sich der Laie. Er ist kein Priester, er ist der Laie. Ich habe in Lexikons nachgeschaut, was die Reformierten und die Katholiken sagen über den Laien. Und der Laie darf in der Kirche auch dies und das machen. Er hat gewisse Begnadungen, aber wie geht das hinaus in die Welt? Und bei Karl Rahner fand ich die sehr schöne Definition, wo er sagt, aber die primäre Aufgabe des eigentlichen Laien ist das weltliche Engagement. Innerhalb dessen der Laie Gottesdienst tut und seinen Glauben an die Basileia, das Reich Gottes, bezeugt und so darlebt, was getan werden muss, dass der sachgerechte und christliche Vollzug der irdischen Geschichte und ihrer Strukturen, Ehe, Arbeit, Beruf, für das Heil der Welt bedeutsam ist, weil hier jene Gestalt des Einzelnen und des Kosmos gewirkt wird, die endgültig bei Gott sein soll. Also es ist relevant, wie wir unser Leben als Laien in der Welt gestalten. Das kommt sehr nahe an Troxler heran. Nur würde bei Troxler statt Eheberuf und Arbeit auch noch stehen Politik, Wissenschaft, Recht. Aber da hat sich der Theologe nicht so weit hinausgewagt. Meine Arbeit war so entstanden dann, ich habe mich mit dem Troxler zu meinem Theologieabschluss beschäftigt. Ich habe diese letzten drei Kapitel vom Troxler bearbeitet und dann gemerkt, es geht jetzt auch noch um die Vermittlung von diesem Wissenschaft mit dem Leben. Und ich habe dann Troxler dargestellt als der Christenmensch in der Wissenschaft, also wenn ein Laie Wissenschaft betreibt und nachher, wie die Wissenschaft aussieht im Christenmenschen. Ich habe diese Arbeit im Vorfeld nochmal gelesen und habe sie aber hier gar nicht groß einbezogen. Was ich als Christliches in der Wissenschaft quasi in dieser Arbeit gefunden habe, will ich hier nur jetzt kurz andeuten. Es ist eben dieser Gattungsbegriff, Adam, das, was alle Menschen verbindet, das ist ein Kollektiv. Und Paulus sagt, denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Der Paulus hat sehr viele Anklänge auch an diese kosmologische Weite. Dann gibt es die Analogie zwischen Mikro- und Makrokosmos, also dass wir ein quasi Extrakt sind der ganzen Schöpfung, weil der Schöpfer ja auch Mensch geworden ist, und der Logos als Bewusstseinsträger, das sind strukturelle Elemente, die das Christentum quasi global allgemein formulieren, und dynamisch ist es, dass durch Christus der Mensch eine individuelle Entwicklung vollzieht, also quasi dem Christus nacheifert. Und dass so auch geschichtliche Wandlungsprozesse angestoßen werden, wie Freiheit, und dass es immer um den ganzen Menschen geht, als Leib und Seele, leibliche Auferstehung in Diesseits und Jenseits. Sehr christliche Elemente, die Troxler philosophisch entfaltet. Also jetzt wird es ein bisschen gemütlicher. Ich möchte die drei Biografien erwähnen. Die erste, ein Anthroposoph aus Basel hat mir gesagt, das sei das Grab von Troxler. Wird dem nicht ganz gerecht. Ich habe da drin gelesen und es ist eine Fleißarbeit. Der Emil Spiers lebte in Mörschwil, ein katholischer Priester. Der hatte Zeit und der wurde Experte für diesen Mann. Warum dieser Spiers, ein katholischer Priester, sich diesem Troxler dermaßen angenommen hat und quasi die maßgebende Biografie schreiben wollte, inwiefern da Feindschaft gegen die alte Kirche noch mitspielt, auf jeden Fall
hat der Spiess für gewisse Teile wenig Verständnis. Und er hat übrigens für ein Kuratorium, er hat in der ganzen Schweiz und überall Zeitungsartikel gesammelt, wo Troxler geschrieben hat. Und von dem gab es so viele. Und er hat, das sind 34 Bände in jeder Bibliothek, auch in St. Gallen, dieses Material, das er zusammengetragen hat. Er sammelte auch verlorene Werke von Troxler, bisher Originale, weil dummerweise ist Troxlers Nachlass, er hat sich nicht gekümmert darum. Die Verwandten haben das, der die Tagebücher, der das, dieses Manuskript, und es wurde zerteilt und man findet immer mal wieder was. Der Hauptteil ist aber in der Bibliothek in Basel, Universitätsbibliothek. Ein Nachfahre, der am meisten hatte, der übergab das später der Anthroposophischen Gesellschaft, weil die Troxler am ehesten gewürdigt haben, und die Anthroposophische Gesellschaft, die hat das deponiert im Museum, in Bibliothek in Basel. Der Emol Spiess zum Beispiel, die Logik, behandelt er bis zu genau dieser Stelle, wo es um Glaube und Logos geht, und dort hört es auf und er erzählt von Leuten, die über diese Theologie, Logik geschrieben haben, wie sie sie kritisiert haben. Und ich lese Ihnen dann noch etwas anderes hier. Dann gibt es den vom Franz Lori, der da unter uns sitzt, und Max Widmer hat schon früher, das ist ein Berner Lehrer, eine schöne Biografie geschrieben, aber man merkt den Pathos der Anthroposophen. Ich habe dies gelesen und später habe ich das Buch vom Historiker Daniel Furrer, das kam beim NZZ-Verlag heraus. Interessant, hier ein feines Gespür für die tieferen Zusammenhänge. Man fokussiert auch darauf. Man macht den Troxler dann manchmal wie zu einem Anthroposophen. Man sieht vor allem das, was gleich ist. Und der Daniel Furrer als kritischer Historiker. Man erfährt in dem Buch unglaublich viel über die historischen Umstände. War für mich ein großer Gewinn, auch diese europäische Wetterlage kennenzulernen und die Schweizer Geschichte aufgerollt und Troxler mitten da drin stehend, wie wild rundherum in jedem Kanton geht er mitsprechen, kämpfend für die Eidgenossenschaft, kämpfend für den Bund von 1948. Wir werden jetzt ein paar so Folien haben, wo Lebensabschnitte von Troxler zusammengehängt sind. Sie müssen nicht alles lesen. Ich erwähne daraus jeweils ein paar Punkte. Der Tod des Vaters, er war 6, ist für Troxler, hat er manchmal erwähnt, das erste Staunen, was ist das Leben? Das hat er tief erlebt. Der war Tuchhändler und war im Winter unterwegs und hat sich diese Lungenentzündung geholt und starb. Troxler ist am schönen Ort geboren. Er bekam die Welt der alten katholischen Kosmologie quasi präsentiert in der Stiftsschule in Münster, Gymnasium Luzern, Jesuitenkollegium in Luzern. Und er ist genau so geboren, dass er als Jugendlicher in die französische Revolution hineinkam. Die Zeit, wo die große Wende in der Schweiz anfängt, er ist dabei. Er wird Privatsekretär von Vinzenz Rüttimann, von dem Mann, der Luzern damals anführte, ja über Jahre angeführt hat. Ein Rüttimann, der sich angepasst hat an jedes Regime, so wie unser Müller-Friedberg. Troxler hat mit ihm noch öfters mal zu tun. Denn Luzern blieb immer im Hauptfokus vom Troxler. Es gibt eine Autobiografie von Troxler, die geht aber nur bis 20. Da hat er aufgehört. Seine Jugend, aber die ist wunderbar. Ich hätte Ihnen jetzt gern vorgelesen, aber die Zeit reicht nicht. Wie er den inneren Menschen findet, das ganz früh, nicht den Bösen oder Guten, sondern einen
den man aus mir gemacht hat und einen, der ich selber bin und werde. Und er schildert da auch, wie er in Solothurn einmal immer mit den Migranten aus Frankreich gegessen hat, bei seinem Onkel in der Schule, wo er war. Und da waren quasi die Flüchtlinge von Napoleon, also es waren Aristokraten. Und Troxler durfte immer mit denen essen und er war so schweigsam und hat nur zugehört. Und irgendwann haben sie sich lustig gemacht über ihn, ob er dann nicht recht sprechen könne. Und da hätte er plötzlich angefangen zu reden und einen Schwall und eine Kraft erlebt, dass alle nur gestaunt hätten und geklatscht. Und das war das, beschreibt Troxler, das sei er quasi zu sich selbst erwacht. Und dass dieser Beifall, vorher alle scheues Kind und dann plötzlich alle bewundern ihn und hören ihm zu, sein erster Auftritt quasi in diesem Leben. Und er hat später auch in der Kirche, da hat man Theater gespielt, da gab es in der Kirche Aufführungen, er hat zelebriert, er hat auch zu Hause einen Altar gemacht und das nach, er konnte die Texte alle auswendig, er hat viel in der Bibel gelesen, die Frömmigkeit der Mutter hat ihn geprägt. Münster, Bern Münster war immer ein sehr kulturbewusster, katholischer kulturbewusster Ort, wo viel lief. Und dann eben, Troxler ist 18, gerade das Gymnasium fertig in Luzern. Und die verantwortlichen Politiker, die hatten schon gewusst, wo sie da Nachwuchs holen. Und man hat ihn sofort erkannt als jemand, der schreiben kann, der lesen kann, der verhandeln kann. Er hat Französisch gelernt mit den Migranten und war somit ideal in der Zeit, als Luzern kurz die Hauptstadt der Helvetik war. Und er wurde eben Schreiber für den Rüttimann. Dann wechselte die Hauptstadt nach Bern. Troxler ging auch mit nach Bern. Aber dann hat er erlebt, dieser Zentralismus dieser französischen Regierung, aufgedrängten Helvetik. Es wurde ihm zu viel und er sagt, jetzt, ich muss überhaupt mal noch studieren, lernen und wie geführt von seinem Genius geht er nach Jena und ist einer der ersten Lehrer, Schüler von Schelling und von Hegel. Er promoviert über, also er studiert Medizin und Philosophie, primär aber Medizin und er macht danach diese Reise noch nach Wien und mit einer Patientin von diesem Arzt Malfatti durch Italien reisend. Man hat vor 1988 hat man im Nachlass von Troxler Notizen gefunden aus seinen Vorlesungen bei Hegel. Und die Hegelianer, wow, das ist die erste Vorlesung ist doch bezeugt, das kannte man noch gar nicht vom Hegel und es wurde das herausgegeben, was Troxler damals mit 21 Jahren von Hegel aufgenommen hat. Ich kann Ihnen einen Text aus der Philosophie von 1935. Als eine für mich besonders glückliche Fügung der Vorsehung betrachte ich es aber, dass meine akademische Bildungszeit zum Arzte in den Zeitpunkt der eigentlichen Kulturhöhe der Philosophie in Deutschland fiel. Die große, durch den unsterblichen Königsberger Kant herbeigeführte Revolutionsepoche der Philosophie war vorüber. Es stund bereits Fichte in der Blüte und Jacobi auf dem Kampfplatz. Und die beiden unvergesslichen Heroen kannte, sah und sprach ich noch. Schelling, in dem sich alle Strahlen des grundtiefen philosophischen Geistes der Deutschen gesammelt zu haben schienen, war mein geliebter und mich liebender Lehrer. Und in den Zeiten der auflebenden Naturphilosophie war mir nachgerühmt, ich sei der Jünger einer, die zunächst den Füßen des trefflichen Meisters gesessen. Da in dem kleinen Saale Athena Jena, unweit dem damals noch von einem großen Chor der unsterblichen Olympier bewohnten Musesitz Weimar, genoss ich auch das Glück des wissenschaftlichen Umgangs mit dem Riesengeiste der neueren Scholastik Hegel, und sah den ersten Keimen des durch seine höchste Vollendung sich vernichtenden letzten Systems der Spekulation zu.
Wie unglückselig müsste eine Naturanlage sein, die in solch einer philosophischen Atmosphäre nicht erwärmt, erleuchtet und begeistert würde. Er hat sich erwärmen und begeistern lassen von dieser Zeit. Die Bilder stammen aus der Feier aus Dornach, Troxler Feier in 2016, 150. Todestag. Und der Mann hier, das ist der Armin Wildermuth, mit dem ich gerade vorgestern noch telefoniert hatte. Der war auch in diesem Kuratorium Troxler, wo man 1968 die Idee hatte, endlich die Werke von Troxler herauszugeben. Er hat ein Gutachten, das philosophische Gutachten, das sei wert, wichtig, das herauszugeben. Es gab dann eine Gruppe, die über das Recht, die Rechtswissenschaften, die sind herausgekommen, die politischen Texte. Die Biografie, der Herr Spiers, das Buch hat er nicht im Auftrag, er musste nur sammeln. Das Buch hat er von sich aus geschrieben über Troxler. Also, dieses Kuratorium, man überschätzt die große Aufgabe, ein gesammeltes Werk von Troxler herauszugeben. Das zerfiel wieder. Auch ein Problem, dass die Anthroposophen die sind, die am meisten wissen über diesen Troxler. Und in der akademischen Wissenschaft gibt es auch Interessierte. Und die vertragen sich manchmal nicht so. Und dann leider ist dieses Projekt wieder gestorben. Es gibt ein neues Projekt jetzt von der Universität Basel, ich komme noch drauf. Das ist aus dieser Feier mit der Skulptur. Und es gab auch eine Feier vom Kanton Aargau, dass er da gewürdigt würde. Seine ersten Schriften sind alle medizinischer Art, zum Teil lateinisch, ihr müsst das nicht lesen. Sie sind, behandeln immer das Auge, warum wir mit zwei Augen nicht doppelt sehen und solche Fragen über das Schielen und über erste Operationen am Auge. Der Peter Häuser ist ein Arzt, Doktor. Er hat doktoriert über die medizinischen Errungenschaften von Troxler. Hier sehen wir ihn bei einem Referat. Und da ist der Lehrer von Troxler Himley bei einer Augenoperation. Beromünster, Aarau, Wien. Troxler kam vom Studium begeistert zurück nach Beromünster und wirkte als Arzt. Da war eine Grippeepidemie, die Leute starben und Troxler stellte fest, da gibt es skurrile Ärzte, die Leute springen dahin und dorthin und er hat die Regierung von Luzern öffentlich kritisiert für ihre Ärzte, für ihre Organisation des medizinischen Wesens. Und die Luzerner Regierung war so beleidigt, also Troxler kann auch wirklich böse, wenn er mal loslegt. Und sie fühlten sich so, dass man ihn verhaften ließ oder verhaften wollte. Er flieht nach Aarau und verreist wieder nach Wien, wo er mit Beethoven Umgang hat und seine ersten philosophischen Werke schreibt über das Leben und sein Problem oder Elemente der Biosophie. Er heiratet eine Berlinerin, die ihm übrigens 12 Kinder schenkte. Er war ein Familienmensch. Er hat manchmal selber sich getadelt, dass er jetzt mal in 10 Jahren waren es, glaube ich, 9 Kinder. Aber seine Frau muss sehr schön gewesen sein. Also in Beromünster hat man sich gefragt, warum der Mann mit dieser krummen Nase so eine Frau. Ja, er kam mit dieser Frau nach Beromünster dann und er wurde gleich in die Haft, ins Gefängnis gesteckt, weil er noch sich entschuldigt hatte. Und blieb dann im Gefängnis und seine Frau kommt da nach Beromünster und ist allein mit seiner Troxlers Mutter und mit den anderen Geschwistern. Und die Frau kommt ihn besuchen und bittet Troxler, mach doch deine Entschuldigung. Und irgendwann hat er es gemacht. Die Biosophie.
dass es sowas gab schon. Ne? Das ist wie Anthroposophie oder Theosophie, Biosophie. Das war die Zeit, als von der Philosophie vom Schelling her, Naturphilosophie, Natur, Erleben der Natur, die Geister der Natur beschwören. Das ist die Zeit, wo der Faust herausgekommen ist, 1808. Und der will den Erdgeist beschwören und der Erdgeist sagt dem Faust schlussendlich, du erkennst eigentlich nur dich selber, nicht mich, sagt der Erdgeist zu ihm. Und um das geht es jetzt auch, dass was im Menschen erkennbar ist, was ist das wirklich mit der Natur und mit Gott? Goethe sagte, man suche nur nichts hinter den Erscheinungen, sie selber sind die Wahrheit. Also das ist ein ganz wichtiges Werk, die Blicke in das Wesen des Menschen. Hier ist es dann nicht mehr die Biosophie, also das Leben als solches, die die Einheit bringt, sondern es ist die Gattung. Und Troxler beruft sich, er findet in der Bibel selbst schon diesen Tetraktys, die viergliedrige Mensch, nämlich, dass der Mensch Sarx, Fleisch ist, Körper, Soma, das ist der Leib, der auch in die Ewigkeit hinübergeht, in gewissem Sinn, und die Psyche, die Seele, und der Nous, das ist die Vernunft, der Geist, und Pneuma ist schon so etwas wie die Mitte des Menschen, das alles umfasst, und das wird dann beim Troxler das Gemüt. Der Tetraktys, das habe ich erst kürzlich noch eingefügt, ich wusste gar nicht, dass das so eine lange Geschichte hat. Der Tetraktys ist ein Mysterium bei den Pythagoreern mit Musik und Welt zusammenhängen. Und das wäre mal interessant, dem nachzugehen. Das heißt die Vierheit. Und Troxler hat diese Vierheit noch und noch gebraucht. Leib, Seele, Geist, Körper. Das ist der auseinandergelegte Mensch in seiner Vitalität. Geist und Körper sind Gegensätze, aber Seele und Leib sind Steigerung, sind in Verbindung und bringen das Gegensätzliche wieder in Bewegung. Und das Gemüt ist die Mitte davon. Das Gemüt hat er schon in diesem Buch Blicke in das Leben des Menschen so beschrieben. Das Gemüt ist des Menschen Wesen. Geist und Körper, Seele und Leib sind in ihm nicht als Geist und Körper, nicht als Seele und Leib, sondern als eine eigenartige, nur sich selbst gleiche Mischung aller vier Elemente seines Wesens. Im Gemüte berühren sich die zwei Verhältnisse als ihrem eigentlichen Lebensmittelpunkt, in welchen die spirituelle, materielle, ideelle und reelle Welt selbst in und durcheinander sind. Das Gemüt ist die wahre Individualität des Menschen, vermöge welcher am Eigentlichen in sich selbst ist, der Herz seiner Selbstheit, sein daseinslebhafter Mittelpunkt. Im Gemüt lebt der Mensch sein vollkommenes, umfassendes Leben, gleichsam das Leben all seiner übrigen Leben. Es ist die Welt aller anderen Welten in ihm. Ihm steht Himmel und Erde offen und das Sein und der Schein vermischen in ihm ihren Zauber. Das Gemüt allein, nichts als das Gemüt, löst die Widersprüche, die ein überirdischer und ein irdisches unter sich zu haben scheinen. Räumliches und örtliches, ewiges und zeitliches haben sich in ihm verglichen und verschmolzen. Es offenbart das Leben in seiner Unsterblichkeit. Das Gemüt ist das bisher aus. Ja, es geht so weiter. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert mit der Sicht des Menschen. Es gibt Bestimmendes, relativ Bestimmtes und ganz Bestimmtes. Es gibt diese vier: Geist, Leib, Seele, Körper. Der Körper ist endlich sterblich. Die Seele ist ewig zeitliches Leben, der Leib ist räumlich örtliches Leben, nur der Geist ist unsterbliches Leben, Leben an sich. In diesem System ist der Mensch zweifach fruchtbar durch die Sprache. Sprache ist, ist das Prinzip der Überlieferung. Durch die Sprache hängen sich Generation an Generation.
Und das andere, das ist die Zeugung, das ist das Prinzip der Gemeinschaft. Gemeinschaft der Familie, dass immer wieder Menschen auch überhaupt auf die Welt kommen. Und das Ganze wird, im Ganzen offenbart sich die Gattung des Menschen. Jetzt dieser Tetraktys, diese Vierheit, ja, das ist interne Protokolle von der Kuratorium Troxler aus 1968. Es war eine vom Staat unterstützte Institution, es gibt die Protokolle, sie sind nicht geheim. Und da drin lasse ich Ihnen jetzt eine Diskussion über den Tetraktys von diesen gescheiten Herren. Also, Professor von Greyerz erkundigt sich, warum Professor Zeltner die Troxlersche Tetraktys verrückt genannt hat. Professor Zeltner präzisiert, als verrückt habe er nur die Wortwahl bezeichnen wollen. Professor Greyerz fragt sich, inwiefern Troxler in seinem ständigen Anknüpfen an die Tetraktys eine Wortprägung verfallen ist. Troxler spricht sogar von einer Vierheit der Gewalten, wobei er neben der gesetzgebenden, ausführenden und richterlichen eine erkennende Gewalt einsetzen möchte. Die Funktion dieser vierten Instanz ist recht schleierhaft. Professor Zeltner, in jener Zeit lag es in der Luft, im Gegensatz zur idealistischen Dreigliederung eine Viergliederung zu suchen. Das Walten eines menschlichen Spieltriebs, der ein Schema unter Umständen bis zum Irrsinn durchführt, ist durch die ganze Geistesgeschichte hindurch immer wieder auffindbar. Dr. Spies unterstreicht den Spieltrieb. Troxler unterlag offenbar einer Ansteckung durch die Zeitmanie. In seinen Manuskripten finden sich gegen 1000 verschiedenste Versuche zur Konstruktion eines Viererschemas. Am besten betrachtet man die ganze Angelegenheit mit einem gewissen Humor. Er reist ja wieder nach Wien, an den Wiener Kongress, weil Napoleon ist auf dem Rückzug. Luzern hat sofort reagiert und wieder eine konservative Regierung eingesetzt. Und Luzern war wichtig damals. Troxler hatte Angst, dass das ansteckend wirkt und andere Kantone nachkommen. Und er sah, wie wichtig das ist jetzt. Er hat Schriften verfasst dann gegen diese Luzerner Wendung. Aber dann auch die ganze Schweiz war ihm wichtig. Er reist nach Wien. Er, nicht als offiziell Delegierter, sondern um dort Lobbyarbeit zu machen. Und er veröffentlicht in Wien 100 Exemplare von einer Schrift über die Schweiz, die herumgereicht wurde. Später kam sie raus als über die Schweiz. Wieder zurück geht es wieder in den Kampf gegen die Sanitätsordnung. Und mitten in diesem Kampf gegen die Sanitätsordnung stirbt sein 8-jähriger Sohn Vital und ein Jahr später die Tochter Henrike. Das beschreibt der Troxler in so einer Art dem Warnhagen, diesen Tod, wie er gekämpft hat als Arzt, aber nichts machen konnte und wie er verzweifelt an seinem Beruf und was ihm der Vital bedeutet hat. Ich kann Ihnen das nicht vorlesen, ich muss jedes Mal weinen. Also, Luzern hatte diesen Staatsstreich, er kämpfte total dagegen. In Wien kam diese Publikation über die Schweiz heraus. Damals kam dieser Haller auf, der als Berner sich profilierte bei den Mächten in Europa, bei der Heiligen Allianz als konservativer Rechtsgelehrter, Staatspolitiker. Und das wurde Troxlers Erzfeind, dass ausgerechnet aus der Schweiz eine Stimme kam, die ganz Europa in die konservative Richtung drängt. Es wurde die Pressefreiheit beschränkt in der Schweiz auf Druck der Großmächte, weil man Angst hatte, auch vor den vielen Migranten, die Revolutionären aus Deutschland kamen alle in der Schweiz. Das war noch gut, in der Schweiz war jeder Kanton eine eigene Nation fast. Wenn da schwierig war, ging man in den nächsten Kanton.
die Schweizer konnten so, auch mit der Pressefreiheit war es in der Schweiz Appenzell ausroden, kannte nie eine Pressefreiheit. Und Troxler hat seine provokativsten Werke in Trogen publiziert. Hier sehen wir all die Zeitungen, die er benutzt hat für Pressefreiheit. Man hatte Angst, dass der Teufel sie missbraucht und alles Böse da in die Welt, wie heute mit den neuen Medien, oder? Das war damals nicht anders, dass man primär gedacht hat, diese Zeitungen, die da jetzt überall herauskommen, das sind ein Werkzeug des Teufels. Das alte Regime war gegen Pressefreiheit, alles zensuriert, man durfte keine öffentlichen Regierungsanlässe, aber für Troxler, die Presse ist gleichsam das öffentliche Sprachorgan des menschlichen Geistes und das Sinnessystem desselben, für den geistigen Weltprozess geworden und muss als von seinem Leben unzertrennbarer Organismus angesehen werden. Dadurch, dass der Geist diesen Körper aus seiner Wesenheit hervorgetrieben, dieses Werkzeug geschaffen hat, hat er sein nach außen vollendetes Wachstum, seine Mündigkeit gefunden. Das ist ganz wichtig. Eine Demokratie, da müssen die Leute denken, diskutieren, Anteil nehmen. Und das ohne Presse gibt es keine Demokratie. Da kann man heute an die Türkei denken, wie ob das eine Regierung so lange überleben kann. Er findet dann trotzdem in Luzern endlich eine Anstellung als Gymnasiallehrer. Und in die Zeit fällt, das hat Frank Jelen ja schon erwähnt, die Zofinja, das Löwendenkmal in Luzern hat eine eigene Geschichte, auf die komme ich gleich zu reden. Und da war Troxler gar nicht begeistert, weil das Löwendenkmal als Erinnerung an die Söldner gegen die in der Französischen Revolution, die Schweizer haben die Revolution bekämpft und sind gefallen, mutig und der Löwe steht da so. Und Troxler hat dann noch nachgedoppelt mit dieser, ich komme gleich da drauf. Übrigens die Schulreform, die Troxler auch angestoßen hat, dass er nicht mehr die Jesuiten und die Kirche die Schule führt, sondern die freie Philosophie. Da gab es dann auch böse Feinde dieser Tendenz. Also, früher hat der Pfarrer die Lehrer visitiert und jetzt seht her, wenn die Lehrer die Pfarrer visitieren und dieser Lehrer ist ein Trunkenbold und hat in seinem Buch nur ein paar Worte und meint da den Pfarrer visitieren zu können. Also das ist die Rechtslehre von Troxler in diesem großen Band, nur nicht die ganze drin, die hat er im Gymnasium von Luzern entwickelt mit seinen Studenten. Unglaublich vorstellbar so etwas heute. Und die hat der Rektor, Prorektor der jetzige von der St. Galler Universität dann noch herausgegeben, der Lukas Gschwend, weil fand das interessant und dann gibt es Doktoranden von ihm, die das weiter auch verfolgt haben. Das Löwendenkmal der Studenten von Troxler gingen nicht an diese Feier, an der scheinbar lauter alte Leute mit antiken Hüten teilgenommen haben. Die Jungen, die gingen in die hohle Gasse, wo der Tell den Gessler umgebracht hat. Und es gibt einen Polizeireport, wie 30 Studenten, vermutlich auf Anforderung von Troxler, in die hohle Gasse gingen und dort den Tyrannenmord quasi glorifiziert hätten. Und 10 Tage später, nach diesem Anlass, kommt ein Buch von Troxler raus, nicht selber geschrieben, ein langes Vorwort, aber Fürst und Volk nach Buchmanns und Miltons Lehre. Da drin in dieser Lehre wird der Tyrannenmord gerechtfertigt. Und er hat dort zwar Passagen gekürzt, trotzdem wurde ihm das übel genommen und Troxler war sofort ein europäisch gefährlicher Mann, der eben sogar vor Gewalt nicht zurückschreckt, um die neuen Ideen zu verbreiten.
Troxler wurde sofort entlassen von Luzern und die Studenten waren so anhänglich, dass sie eine Petition geschrieben haben an die Regierung. Troxler soll bleiben. Und sie haben die Regierung kritisiert in diesem Schreiben. Und unterschrieben hat aber nur der Ferdinand Curti, ein später wichtiger St. Galler Politiker. Und der Ferdinand Curti durfte nicht mehr ins Gymnasium in Luzern. Er wurde wegen dieser Unterschrift, die anderen wusste man nicht, wer da auch nur er hat unterschrieben. Damit hat man die anderen Studenten geschützt. Also, aber der Curti musste, der Rapperswil musste diese Schule verlassen. Troxler kommt nach Aarau und hier lässt er sich dann nieder und hier hat der Tschokke ein faszinierender Mann, sieht aus wie ein Ur. Das war damals ein Volksschriftsteller, mit alle kannten den und der sehr tiefsinnig geschrieben hat. Also man weiß das von ihm, dass er ein Freimaurer war, Troxler nicht. Troxler war Universitätsmann und Philosoph und Troxler hat vor dem ihm einen großen Respekt gehabt. Seine Logik hat er ihm gegeben und gesagt, du, die letzten drei Kapitel, ist das okay so? Mir wäre es wichtig, was du dazu sagst. Und der hat sich niedergelassen, ganz in der Nähe vom. Und der Tschokke hat damals schon eine schweizerische Lehre. Es gab keine Schweizer Universität, es gab nur eine Basler Universität damals. Und Zürich und Bern folgte später. Und Troxler hat immer für eine schweizerische Universität gekämpft, bis ins Alter. Die ETH, da hat es dann geklappt, aber er hätte gehofft, dass in so einer Universität eben die Welschen und die Thurgauer und die Tessiner und dass man sich da kennenlernt und vernetzt und eine Identität von Schweiz entwickelt. Und der Aargauer Lehrverein war sowas ein Versuch im Kleinen. Die kam dann in Konkurrenz mit der Kantonsschule, wo Troxler auch eine Zeit lang unterrichtet hat, dann wurde es ihm verboten. Wie ist zu sagen, ja, ich bin eine sonderbare Zusammensetzung aus einem Radikalen und einem Mystiker. Hier sehen wir das Haus vom Lehrverein und die Stadt Aarau, also auf dem anderen Ufer, wohnte Troxler und Tschokke. Da hat man irgendwo mal das noch besucht, da ist jetzt alles überbaut. Von Troxler gibt es übrigens auch keinen Grabstein oder ein Denkmal in Aarau. In dieser Zeit, das sind ein paar Themen, die er damals bearbeitet hat. Das ist offiziell bekannt, dass er mit den Gebrüder Snell, das sind deutsche Immigranten, den Schweizer Liberalismus quasi begründet hat. Und er ist für eine Asylpolitik eingetreten, weil diese Mächte, Deutschland vor allem, die haben manchmal Leute zurückgefordert. Und ja, jeder Kanton hat eine gesamtschweizerische Asylpolitik gefordert. Und er hat die Inquisition, also die Polizei, richtig umgang mit der Polizei gefordert. Pressefreiheit haben wir schon gehabt, Schulreform. In der Zeit in Aarau, da hat er dem Lehrverein irgendwann gesagt, jetzt ist gut, er hat das geleitet auch, hat die Leitung abgegeben und konzentrierte sich auf seine Hauptschriften. Wir haben die schon gesehen, die Naturlehre der menschlichen Erkenntnis und die auch neu herausgekommen ist vom Hans-Rudolf Schweitzer, ein Basler Gymnasiallehrer, mit dem ich noch gesprochen habe, ein ganz feiner, sinniger Mensch, leider auch früh verstorben. Ein Paracelsus-Zitat leitet diese Naturlehre der menschlichen Erkenntnis ein. Troxler fühlte sich Paracelsus, auch ein Arzt, sehr verwandt.
Es gibt im Grunde kein Gottesbewusstsein und Weltbewusstsein, in dem Sinne, wie es ein Selbstbewusstsein für den Menschen gibt. Die Psyche ist es, die wir im Prinzip und Produkt als Subjekt und Objekt in uns inne werden, während wir Gott nur als inner oder überliegendes Prinzip oder Subjekt erkennen und die Welt bloß außer und unter uns gesetztes Produkt. Also, was ist die Psyche, dass sie das irgendwie fassen kann? Und dieser Spruch kommt oft vor bei Troxler. Wer nicht das Auge sonnenhaft, die Sonne könnte es nicht, nie erblicken. Lebt nicht in dir des Gottes eigene Kraft, nie wird dich Göttliches entzücken. Also, wenn nicht etwas von Gott in uns drin gelegt wäre, das mit ihm adäquat kommunizieren kann, dann, ja, es muss etwas in uns sein. Das ist bei Troxler natürlich dann sehr wichtig. Und dann die Analogie von Mikro- und Makrokosmos, dass der Mensch quasi die Welt im Kleinen ist. Ich muss vorwärts machen. Es geht darum, nur das, was rot ist, als die Welt, Gott, Mensch und Welt, als wie sie in der menschlichen Natur in und füreinander sind. Da sollen wir den Menschen quasi erkennen. Das ist ein durchgängiges Streben, das menschliche Erkennen aus sich selbst zu erkennen. Die Philosophie daher mit der Anthropologie zu einer Anthroposophie, in welcher Anschauung Gegenstand in sich selbst hat, zu verbinden. Und auf diesem Weg auch Gott und die Welt, vielmehr wie sie in des Menschen Natur sind, als sie außer dem Menschen erscheinen oder wie vorgestellt werden, zu erreichen. Ich werde dieses Diagramm jetzt da nicht vorlesen, aber es ist wieder die heilige Tetraktys in der Naturentwicklung und es ist hier die Orientierung nach der Gattung und Troxler hat schon von dieser Evolutionstheorie auch gehört und sagt, der Mensch ist weder ein von Gott abgefallener Geist, noch ein zu ihm sich emporrichtendes Tier, sondern er ist und lebt in und an sich als Geschöpf, welches werdend von seinem Schöpfer ausging, ohne von ihm abzufallen und sich gleichsam selbst schaffend Gott annähert, ohne je Gott selber zu werden. Und die Tetraktys dient dazu, um dieses beiden Naturen von Mensch zu verbinden. Dieser Satz will ich vorlesen. Troxler spricht von Natursakramenten, für den Katholiken ein Hohn. Die sieben göttlichen Geistesgaben und Natursakramente, ja, die in ihrem eigenen Licht verklärte Religion, die geoffenbarte natürliche Menschenreligion, stellt daher auch der Philosophie den wesentlichen Lichtkörper und die lebendige Geistessonne dar und ordnet und leitet das Weltall der menschlichen Natur. Das Schauen aber ist hinwieder selbst auch die Tat und Frucht der Philosophie, wie sie in dem Licht der Sicht der Menschheit offenbarenden und mitteilenden Gottheit und in den Strahlen des Wahren, des Schönen, des Guten, des Rechten, des Schicklichen, des Nützlichen und des Heilsamen in den sieben göttlichen Geistesgaben und Natursakramenten sich bekunden und enthüllt. Ich hatte den Satz auf Facebook und ein Anthroposoph hat mir zurückgeschrieben, also das Nützliche als Sakrament zu bedeuten, ist ja schon ein bisschen, habe ich selber, ja, das ist Troxler, was dem Menschen zu seinem Leben nutzt, das Alltägliche ist ein Sakrament. Das Schickliche ist das richtige Benehmen im Leben. Also den griechischen Alten, den schöne, wahre, schöne, gute, hat er das Rechte dazu getan, das Schickliche, Nützliche und das Heilsame. Alles unter den Gnaden Gottes. Ich überspringe diesen Satz. Ich bin selber schon erschöpft. Aber er wird vielleicht in den Film kommen und man wird ihn lesen können. Da geht hier noch weiter. Ah, das ist wunderbar. Dieses Urbewusstsein geht also allerdings der Mensch, der Natur des Menschen
als sein ursprüngliches vor, wie das Morgenrot dem Tage, und zeigt sich wieder als ein in der Vollendung zu erreichendes, über der Natur wie jener Stern über dem Stall zu Bethlehem. Allein es erklärt sich eben dadurch, warum es nicht alle Tage des Lebens wie gewöhnlicher Sonnenschein gesehen werden kann. Gewiss ist es auch, dass unsere sichtbare Natur nur mit erborgtem Licht leuchtet, welches seinen Quell nirgends anders als in dem Urbewusstsein haben kann, das ja selbst zuweilen von sich zeugend wie ein Nordlicht bis an unseren Horizont herauflammt. Also in der Metaphysik findet man viele Passagen, wo er wieder schimpft gegen diese und jene und das Troxler kommt zur Sache und dann wieder hat er Phasen, wo er, also es ist richtig mysterienhaft, wie er den Menschen oder das Leben beschreibt. Man muss die Sätze ein paar Mal lesen und sie gehen tief hinein. Er gliedert dann aus diesem Tetraktys auch die Wissenschaften, die philosophisch-anthropologischen Wissenschaften, das sind dann die philosophischen, die sollen ausstrahlen auf beide, auf die elementaren Wissenschaften, das ist mit Sprache und Geschichte und Mathematik und Naturwissenschaft, und dann die teleologischen Wissenschaften, das sind die, die in die Zukunft weisen, dazu zählt auch Theologie, Jus und Medizin, aber auch Staatswissenschaft, Ökonomie, Technologie, Industrie, das sind teleologische Wissenschaften, die sind eigentlich vom Geist der Zukunft her begnadet, die Menschheit in ein wahres, neues Leben zu führen. Wir kommen jetzt, dann haben wir es überschritten, den schwierigsten Teil, nämlich zu diesem Diagramm, das in der Logik steht und für mich immer auch wieder ein Rätsel ist. Bei dieser Vorbereitung kam ich ein bisschen näher. Es wird hier schon vorbereitet durch diesen Gott und Welt sind eigentlich nicht unbedingt, was sie sind. Das sind Mysterien. Da drin aber spielt sich ab Gott als Geist, Gott als Sohn, das ist eigentlich der Mensch, Gott als Vater, das ist die sinnliche Natur. Und das sind eben wieder diese Richtungen, theologisch, kosmologisch, gnostisch, das ist einfach erkennen, was ist, und teleologisch ist tun, was zu tun ist. Das sind die Sätze, die dahin leiten. Daher stellt uns das geistige System der höheren metaphysischen Wissenschaften in der sich entgegensetzenden theologischen und kosmologischen Hauptrichtung mit der gnostischen und der praktischen Seitenbeziehung ein unverkennbares Bild von anthroposophischer Naturgliederung dar und zeigt uns die Wesenheit, aus der alles hervorging und in die alles zurückkehrt, in ihrem inneren Zusammenhang mit dem All der Dinge. Der Mensch sieht und bildet nur sich in allem, was er erkennt und tut. Er ist aber das vermittelnde Band von Gott und Welt und nicht nur für sich, sondern für die ganze Natur. So wie er in der Welt ist, ist Gott in ihm und so durch ihn das All nur eine Natur, er für sich aber mitten in ihr, alles von sich aus entwickelnd und aus ihr alles wieder in sich zurückbildend. Das sind Sätze, wo der Mensch quasi eine Vermittlungsstelle zwischen Himmel und Erde bekommt und sie erinnern an Paulus Römerbrief 8, wo er sagt, dass die ganze Schöpfung seufzt und wartet auf die Erlösung der Kinder Gottes. Paulus hat diesen Horizont, wo der Mensch quasi als Erlösung auch der Natur des ganzen Daseins eine Rolle spielt. Heute sagt man ja mal, ah, der Mensch, was will er da? Er ist unbedeutend, die Erde kann sich verzichten auf ihn, aber der Mensch ist hier wirklich der Entwurf oder das Wagnis Gottes, die ganze Schöpfung in seine Verantwortung zu tun. Das ist dieses anthroposophische, troxlersche System, Troxlers Anthroposophie. Kann man drüber meditieren? Es ist die unendliche Einheit von Geist und Materie in Persönlichkeit und Vervollkommnung derselben durch Geburt, Leben, Tod und Unsterblichkeit. Und
die zwei zentralen Punkte ist die Geschichtsentwicklung und die Geschlechtesvereine. Also Troxel ist ein sinnlicher Mensch, das ist ganz zentral, der Mensch im Geschlechtsvereine und der Mensch in der Geschichtsentwicklung, Sprache und Zeugung. Und die gnostische Richtung hier haben wir das, was der Mensch da als Vorsehung erlebt, zu oberst. Auf der anderen Seite ist das Wundermacht. Das ist irgendwie über der Klammer von diesem Menschen, aber sie gehört zum Menschen. Und hier ist es die Offenbarung und auf der anderen Wirkung, da ist es die Gnadenwirkung. Hier ist es Vernunft und hier ist es Freiheit. Bewusstsein und Sinnlichkeit, Willenskraft und Unwillkür. Instinktnatur. Also, kann man rätseln über dieses Diagramm, aber es zeigt nicht nur den Menschen, sondern das All der Dinge in einem Blick. Das war auch diese Vision dieser früheren Leute. Jetzt rase ich auf Basel. Hier wurde Troxler nach diesem Werk der Logik berufen an diese Universität. Und Troxler war so glücklich. Endlich darf er wissenschaftlich arbeiten, muss nicht nur als Arzt sein Geld verdienen und an einer Universität. Und er hat schon, bevor er da seine Stelle angetreten hat, ein Buch geschrieben über, wie eine Universität aussehen müsste, dass sie alle Studenten philosophisch-anthropologische Grundausbildung und von da aus dann weiter. Es ging ihm nicht gut in Basel. Genau die Zeit, wo in Paris die Regeneration, die Juli-Revolution, heißt die revolutionäre Kräfte haben wieder Auftrieb erhalten. Und was will in Aargau, in Luzern, überall, wo wieder Regierungen liberal, fortschrittlich werden, hat Troxler die Hände im Spiel. Das wird ihm auch nachgewiesen. Und als Basel-Land, der Stefan Gutzwiller, da für Basel-Land mehr, also alle Stadt und Ländler sollen gleiches Stimmrecht haben. Die Basler sagen, das kommt doch nicht in Frage. Die Basler Ländler sind so viele und wir Städter sind vornehm und haben das Wissen und haben die Kultur. Die sollen uns nicht überstimmen. Und der Stefan Gutzwiller war ein Schüler Troxlers, dieser Aufrührer. Und Troxler hat die Studenten gesagt, mischt euch nicht ein. Andere Professoren haben gesagt, bewaffnet euch, verteidigt die Stadt gegen Basel-Land, macht mit. Und Troxler musste richtiggehend fliehen aus Basel. Also, und er kam vor Gericht und hat er 3 Stunden sich verteidigt. Und diese Rede ist auch als Buch, er hat alles immer gerade veröffentlicht, Basels Inquisitionsprozess. Basel-Land wurde geteilt, 1833, man konnte sich nicht einigen, ein Drama eigentlich, schade. Jetzt die Frau Brigitte Hilmer, sie hat als Basler Philosophieprofessorin, will das wieder gut machen, sie hat das große Projekt gefasst, die Werke Troxlers herauszugeben. Sie hat die Tagung da organisiert in Basel, zwei, drei Tage kamen aus ganz Europa Leute, die aber leider keine Troxler-Spezialisten waren. Sie kannten die Zeit, sie kannten den Schelling, sie kannten irgendwas. Aber wo findet man akademische Professoren, die Troxler kennen? Gibt es noch nicht. Wahrscheinlich muss das Projekt dieser Herausgabe nochmal 50 Jahre warten, bis genügend Studenten da sind, die sich einarbeiten in dieses große Werk. 10 Experten haben da vorgetragen, die sind alle auf Videos einsehbar von dieser auf der Universitätsseite von Basel unter Brigitte Hilmer. Troxler musste wieder weg von Basel, nach Aarau zurück. Er wurde das erste Mal dann in den Rat gewählt, nur kurz war er selber Politiker. Ist nicht sein Geschäft, er ist mehr der Denker und der praktische Arzt und der Schriftsteller. Er kämpft auf allen Seiten und jetzt geht es langsam um die Schweiz. Jetzt ist auch Napoleon, die Situation wieder, die
Er selber hat die Zeit jetzt Regeneration genannt. Ein medizinischer Begriff. Und es wurde nachgewiesen, dass der wahrscheinlich auf Troxler zurückgeht. Das heißt, wieder regenerieren. Und in diese Zeit kommen viele Schriften. Er wird, seine Mutter stirbt. Ja, die Mutter hat er, wegen seiner Mutter ging er wieder nach Berlin, nach, überall wo er berufen wurde, aber auch wegen der Schweiz. Die Schweiz ist auch die Mutter, der er treu blieb. Professor in Bern, wieder voller Enthusiasmus, aber es wird die liberalen Kräfte, die ihn geholt haben, das wechselt wieder. Man setzt ihn nicht ab. Er darf bis zum 3, bis er also lange da den Lehrstuhl behalten, aber er wurde immer einsamer. Er musste Morgenstunden um 6 seine Vorlesungen halten. Und man hat ihm die Wohnung gekündigt, die schöne, die er hatte. Jetzt muss ich von dieser letzten Zeit vielleicht noch den Straußenhandel erwähnen. In Zürich wurde, Zürich wollte den Strauß, ein hegelianischer Theologe. Zürich war eine ganz liberale Stadt damals und sie wollten den liberalsten Theologen. Und dann hat das Volk, die Pietisten in Zürich, um Nachfahr vom Lava, der hat das Leben Jesu geschrieben, hat rebelliert. Und für Troxler war das ein Zeichen, das Volk spricht, das Volk hat einen Willen, das Volk weiß noch, was fromm ist. Und er hat sich da eingemischt. Also die Regierung in Zürich, die ist da, das ist das Zürich-Putsch, die wurde geputscht. Und der Strauß konnte nicht dahin kommen, der ging dann nach Bern und kam an die gleiche Uni wie der Troxler. Und dann hat Troxler wieder richtig losgelegt. Der Titel heißt da, die letzten Dinge der Eidgenossenschaft oder die den Christen heiligen Schriften nach ihrem göttlichen Geist in Frage gestellt, eine Berufung auf den lebendigen Glauben der Gemeinde wegen des Anlasses des Zerwürfnisses in Zürich, wegen der theologischen Lehre von Hegel und Strauß. Hegel ist sein Erzfeind seit ewig, weil Hegel das Gemüt nicht gekannt hat. Also, und er hat übrigens sein Vorwort, da oben sieht man Vorwort eines christlichen Laien. Überhaupt seine Schriften werden jetzt immer religiöser. Luzern hat ein Blatt herausgegeben, jetzt endlich auf Anregung des Troxler-Vereins, den ich Ihnen glatt auch darstelle, jetzt sogar die Webseite mit Filmen, da kann man nachvollziehen, hat Troxler die Schweiz erfunden? Einige dieser Exemplare habe ich auch, ganz Interessierte dürfen zwar eins mitnehmen. Luzern gibt das gratis, weil sie auch ein schlechtes Gewissen haben jetzt. Ich übergehe jetzt die Texte über die, wie Troxler dieses amerikanische System schon 1928 in der Appenzeller Zeitung, in der ersten Nummer, dieser Meyer, mit dem gibt es auch einen Briefwechsel. Er hat natürlich diese neue Ordnung auch, wie man sagt, zivilreligiös ist der Begriff. Wie Amerika, die haben auch in ihren Noten noch diesen Bau der neuen Welt, da ist Gott, der darüber wacht und das Begonnene segnet. Der Sonderbundskrieg hat die Schweiz nochmal an den Rand der Konservativen und Liberalen. Die Liberalen wurden zu selbstherrlich. Troxler hat die Liberalen getadelt, gesagt, das ist nicht mehr meine Partei, meine Sicht. Wenn ihr so gegen die Religion seid und Klöster aufhebt, auch in St. Gallen hat man auf Troxler gehört, der Baumgartner wurde auch wieder konservativer. Und Troxler, das ist ein wunderbarer Text, wieder in einer Zeitung, wie da Troxler zu beiden Parteien spricht, ihr seid erniedrigt worden, aber schaut, und ihr habt gesiegt, aber versöhnt euch, wir sind Brüder, wir haben einen Bund zusammen, erinnert euch daran, einfach, er kämpft um die Einheit der Schweiz und das ist eine Geschichte, die viel erzählt wird. Er hat dann durchgemacht, dass ein Verfassungsrat, ein gewählter Verfassungsrat für die Schweiz eine Bundesverfassung
entscheiden soll. Und Troxler hatte dieses Werk da veröffentlicht, die Verfassung der Vereinigten Staaten als Musterbild für die schweizerische Bundesreform. Dieses Werk ging über den Innerschweizer Gesandten Melchior Diethelm in diesen Rat hinein. Der Diethelm selber wollte das nicht vortragen, weil er zum Sonderbund gehörte. Aber der Munzinger, der Liberale aus Solothurn, der hat sich in einer Nachtlektüre in dieses Buch vertieft und war davon begeistert. Und wie durch ein Wunder, sagt man, sei diese lange Tagsatzung, wurde dieser Entscheid dann angenommen und die Schweiz erhielt eine Verfassung. Die Kantone mussten noch abstimmen darüber, aber es klappte. Die Schweiz wurde ein moderner Staat in Europa. Also, wie es viele Staaten nicht geschafft haben, und sehr stabil bis heute. Troxler geht jetzt, das ist noch sein Freund Warnhagen, der da gestorben ist. Dann der Lutheraner Schelling war krank, war in Bad Ragaz und starb da. Und Troxler hat sich eingesetzt, dass er eine Beerdigung dort erhält. Aber es gab nur einen katholischen Pfarrer. Aber dieser Freund Johann Anton Sebastian Federer, eine faszinierende Gestalt, der hat überhaupt die Protestanten dort auch getauft. Der war so liberal, philosophisch orientiert. Und auch, er hat auch den Schelling katholisch, also nein, philosophisch beerdigt. Quasi. Noch ein Hinweis auf den Troxler-Verein, den Franz Lore, nach diesen 150 Jahren Denkfeier hat man dann gesagt, jetzt kann es nicht fertig sein, jetzt müssen wir was machen, was weitergeht. Und man hat diesen Troxler-Verein gegründet, bin ich auch dabei. Und es wäre schön, wenn auch mehr Nicht-Anthroposophen dazukämen, weil der Troxler eben, er wurzelt im Christentum, er wurzelt in der Philosophie, in der Wissenschaft, in der Schweizer Geschichte. Hier gibt es Publikationen, Mythos. Und das Zitat, das ich hier an den Schluss setze, das lese ich nicht mehr vor, da gibt es hinten einen Zettel, aber es gibt den Geist von Troxler wieder, ein prophetisches Wort von Jeremias Gotthelf aus der Zeit. Die Vernunft sei erwacht, der Verstand sei erwacht, hätte sich wie ein Flegel herumgeschlagen, das Christentum beerdigt, aber das Christentum würde wieder auferstehen. Und wer hat es geglaubt? Ausgerechnet die Wissenschaft hätte der Religion im Christentum wieder aus dem Grab geholfen. Ich danke für die Aufmerksamkeit.